1971, die Autos wurden bis 76 gebaut, die dann in unterschiedlichen Meisterschaften im Einsatz waren. Und wie Martin das schon erwähnt hat, wir sind jetzt einfach nur still und einfach diesen infernalischen Sound genießen. Über 350 PS war so nicht sonderlich leicht, auf dieser einen angetriebenen Hinterachse zu koordinieren. Ja, hinter Swanhold Möller. So, das erste Auto scheint gestartet, also Gastner Junior auf der Strecke. Also bei Hermann Gastner ganz saubere Linie und da kommt der Zweitplatzierte aus Hamburg, Jan Becker. Auf den Drittplatzierten ist das für ihn auch so eine relativ entspannte Fahrt. Hier haben wir die Dänen Swanhold Möller. Mit dem Lancer Evo 9 im Moment auf Platz Nummer 4 gelegen. 11 Sekunden hinter Ibrak. So, Jan Becker die zweite. Die Dänen Swanhold Möller, sie haben es noch nicht aufgegeben. Der Kampf mit Ibrak um die Position 3 und 4. An den Zuschauerpunkt kommt der erste 207. Ja, Ibrak, der führende in diesem ersten Lauf zur dänischen Meisterschaft auf Platz 3 gelegt. Zweite Runde für Ibrak. Ist in diesem Alterssegment und hier Kim Boys. Das Ding geht hier vertreten und der gefällt mir richtig gut. Pedersen mit dem 308, Zweitklassauger Frontkratzer. Also auch. Und das ist der Verfolger von Pedersen im Rennomegan, Carsten Mohr.
Also er fährt hier sehr beherzt. Und hier Dirk Riebensam. Das Auto mit einem defekten Motorlager abstellen musste. Nils Heidmann. Für die sequentielle Schaltung. Der Motor wurde nicht gestoppt und er hatte große Probleme, musste kuppeln dabei. Das hat ihn natürlich ein bisschen langsam gemacht, trotz alledem hat er den 10. Platz erreicht. Also es läuft, glaube ich, sehr gut für Heidmann und Hammerich. Die Fahrzeuge. Schönen, kleinen, engen, winkligen Passagen. Ja.